Vorsicht! Langsam, Mare! Da geht es los auf den Trail! Komm, mach du mal das Intro, du fahrst doch heute. Ich mach die Josh. Yo Leute, Josh von Outer Order Crew hier. Wir sind heute unterwegs im Nirgendwo, im Irgendwo. Machen hier ein paar Trails unsicher. Wir haben heute mal die Rollen getauscht. Kevin versucht mal die Rolle von mir zu übernehmen, ich die vom Kevin. Wie man sieht, bin ich deutlich besser in meiner Rolle als er in seiner. Was meint ihr? Schreibt es mal in die Kommentare. So, und dann will ich euch nicht länger auf die Folter spannen, sondern es geht los mit dem Video. Ciao! Wie sieht der aus? Boah, voll ins Flat. Gute Frage. Ja. Das ist geil, ne? Das macht schon eher Fun. Die Spezies hier, der ist total abgefallen. Ja. Wie man sieht, bekleckere ich mich im heutigen Video auch mal wieder nicht gerade mit Ruhm. Aber keine Sorge, in diesem Video sieht ihr nicht mehr viel von mir, sondern Josh legt hier ein paar ordentliche Runs aufs Parkett. Alter, der ist so fett. Von vorne. Da oder da? So Freunde, und da das hier heute Joshs Video ist, wird Josh jetzt auch mal ein bisschen kommentieren. Zugegeben fährt er ja um einiges besser. Aber der Maulheld des Kanals bin und bleibe immer noch ich. Ich bin eben mal so einen schwarzen Trail gefahren, der war für die Wilderung hier etwas zu rutschig. Aber der hier macht schon richtig Laune. Ich bin gespannt, was da noch alles kommt. Oh, ich bin technisch. Ich hab mich auch mit am Start. Oh, der ist cool. Steile Passagen. Also definitiv nichts für Anfänger. Also braucht man schon etwas Fahrskills. So, schauen wir mal, wo Kevin ist. Geht die wilde Fahrt. Nochmal ein Tempo drauf. Ja, nicht so großen Abstand, nicht, dass irgendwas passiert wird an mir. Sind ja nur zu zweit unterwegs. Ah, ja, seht ihr hier immer diese anzüglichen Stellen. Obala. Fahrfeder. Und Trail fertig. Achtung, Drop! Das ist rutschig. Ja, ich sieh's. Ah. Leider gibt's so gut wie keinen Run ohne Wassertropfen oder Schlammtropfen auf dem Display. Das ist halt bei diesem Wetter einfach sehr schwer zu vermeiden, gerade wenn man mit Chesty fährt. Trotz dieses unsäglichen Wetters hatten wir einen sehr geilen Tag und hatten eine Hammer-Session. Man ist auch irgendwann an einem Punkt, wo man abgestumpft ist gegen schlechtes Wetter. Man denkt dann, es regnet, ist mir egal, ich gehe raus und hab Spaß. Und das ist anfangs immer kurz eklig und dann funktioniert's. Wie seht ihr das? Schreibt's mal in die Kommentare.
Die Trails haben mega Spaß gemacht und ihr wisst ja selbst, wie die Lage ist. Wenn wir in einem offiziellen Bikepark oder offizielle Trails fahren, betitel ich das immer in dem Video. Ansonsten bitte nicht fragen, wo die Trails sind. Und weiter geht's. Vorsicht! Langsam mache! Awesome. Ja, aber das war geil, das so. Und das war's schon mit dem Trail. Wenn der Start mal campen kommt. So Leute, das war's mit dem Video für heute. Heute habt ihr mal ein bisschen mehr vom Josh gesehen. Mal jemand, der ein bisschen fahren kann. Mich immer noch nicht gurke. Naja. Und ja, wie immer würden wir uns über ein Abo und ein Like freuen. Und dann sehen wir uns in den nächsten Videos. Achso, nee. Okay. Hoffentlich endlich mal bei besserem Wetter. Ciao.